Servus Citizens, ich bin's wieder, euer Arctus. Diesmal behandeln wir ein wahnsinnig interessantes Thema. Diesmal dreht sich alles um das Thema Medic, Notrettung, Erstversorgung und so weiter. Alles, was damit zusammenhängt. Denn wir alle wissen, das Universum ist ein wahnsinnig lebensfeindlicher Ort. Menschen, die sich im Weltraum aufhalten, sind tödlicher Hitze, Kälte, Strahlung und natürlich dem Vakuum ausgesetzt. Und genau aus diesem Grund kann man sich einem sicher sein. Und zwar egal was, man wird früher oder später in irgendeiner Form verletzt, verwundet oder man stirbt am Ende sogar. In Star Citizen soll früher oder später auch der Permadeath eingeführt werden. Das heißt, wenn man stirbt, ist man tatsächlich tot. Inwieweit das Konsequenzen haben wird, kann man jetzt noch nicht absehen. Aber man muss über jeden einzelnen Schritt, den man im Verse macht, nachdenken. Denn sonst landet man früher oder später im Grab. Das wird in Star Citizen später zu einem Spielerlebnis führen, was unvergleichbar hart sein wird. Was den Entwicklern dabei natürlich in die Hände spielt, ist, dass sie die Medizin in 900 Jahren simulieren müssen. Das heißt, Wiederherstellung und Heilbarkeit werden ein ganz anderes Thema darstellen, als es zurzeit ist. Dementsprechend wird die Realität in Star Citizen natürlich auch anders aussehen. Man muss auf seine Ernährung, Hygiene achten. Die G-Kräfte der Flugphysik, die sich jetzt schon teilweise im Spiel befinden, werden definitiv eine sehr große Rolle spielen. Es soll Krankheiten und Infektionen geben. Eine weitere große Rolle ist natürlich die physische Ausdauer und die Verwundung. Und selbstverständlich, dadurch, dass wir uns im Universum befinden, die Sauerstoffversorgung, die Wärme und die Kälte, Strahlung und so weiter. Auf den Körper eures Charakters könnt ihr euch das folgendermaßen vorstellen. Es wird 10 verschiedene Körperteile geben, die unabhängig voneinander verletzt werden können. Dabei gibt es 3 Beeinträchtigungsstufen. Die erste ist leicht verletzt. Das sind Streifschüsse, Verwundungen durch Flammen, Funken und so weiter. Also alles, was sich oberflächlich befindet. Die zweite ist schwer verletzt. Das geht über Schusswunden, Körperbrüche und so weiter und so weiter. Dritte Beeinträchtigungsstufe heißt so viel wie zerstört. Das heißt abgerissene Körperteile und alles, was in irgendeiner Form lebensbedrohlich für euch sein könnte. Beziehungsweise für euren Spielcharakter natürlich. Als Spieler wollt ihr dem natürlich entgegenwirken. Dazu gibt euch Star Citizen auch allerhand Material in eure Hände. Zurzeit sind dafür 3 Schiffe geplant. Unabhängig jetzt von den Upgrades für andere Schiffe. Das erste ist das offensichtlichste, die Cutlass Red. Cutlass Red ist ein Search and Rescue Schiff, quasi ein Medevac oder KRKW, also Krankenwagen. Dient als Begleitschiff zur Rettung, zur Bergung oder für die Erstversorgung der Verwundeten. Wird aber auch Sensoren und andere Dinge an Bord haben, mit denen ihr Rettungssignale aufspüren könnt oder Signalbojen ausmachen könnt, um Leute, die lost in space sind, zu retten. Das zweite Schiff ist ein Capital Ship und zwar die Endeavour Hope. Das ist die Endeavour Base mit einem Medic-Modul. Es ist nichts anderes als ein riesiges fliegendes Krankenhaus für die Weiterversorgung. Labor, Operationssaal, Ambulanz, Notaufnahme und so weiter und so weiter. Und als großes Feature einem Hangar, in dem 2 Cutlass Red Platz finden werden. Ihr werdet dieses Schiff auch als Starting Point oder Respawn Point auswählen können. Dritte Schiffsklasse sind natürlich die Großkampfschiffe. Sie werden alle Rettungsstationen an Bord haben. Das fängt bei der Carrick an und hört bei der Polaris oder bei der Aitris auf. Verständlich dürft ihr aber auch nicht vergessen, dass ihr andere Schiffe wie zum Beispiel die Caterpillar oder die Genesis Starliner später mit Modulen ausstatten könnt, um diesem Beruf nachzugehen. Da werden unter anderem zur Verfügung stehen Laboren, Ambulanzen, Betten und so weiter und so weiter. Material in eurer Hand wird Search and Rescue neben Mining und Transport auch ein sehr einträgliches Geschäft sein. Kleiner Ratschlag von mir, unterschätzt diesen Beruf nicht. Es wird einer der wichtigsten Jobs in Star Citizen sein. Egal welchen Beruf ihr in Star Citizen nachgeht, das fängt bei Mining an und hört bei Dogfighting auf. Ihr werdet früher oder später euch mit dem Thema Tod und Verwundung in Star Citizen auseinandersetzen müssen. Und dann seid ihr froh, wenn jemand in eurer Nähe ist, der euch schnell aus der Scheiße holt. Ein tägliches Geschäft und verlangt auf jeden Fall ständige Einsatzbereitschaft für die Leute, die sich für diesen Beruf entscheiden. Weil dass wir Jungs von Explorer Germany uns sogar eine eigene Abteilung zugelegt haben, die sich nur darauf spezialisiert hat. Leute, setzt euch mit diesem Thema auseinander. Früher oder später werdet ihr es sowieso müssen, spätestens ab Version 3.0. Und die steht wie bekannt schon vor der Haustür. Das von mir mit diesem Video, ich hoffe es hat euch gefallen, ich habe versucht so viele Informationen wie möglich auf kleinem Raum zu packen. Bitte einen Daumen hoch da, vergesst nicht mich zu abonnieren. Und falls ihr uns Jungs von Explorer Germany oder mich persönlich sprechen wollt, besucht uns auf dem Discord, alle weiteren Links sind unten in der Videobeschreibung. Was ich noch vergesse, ein großes Dankeschön an Karthago
und an eine andere Person, dessen Namen ich nicht nennen will. Zum nächsten Video. Das war's von mir. Ciao, euer Arktus.